stolz, den Mann der Stunde bei uns zu haben. Mr. Tupac Shakur! Du musst für etwas einstehen. Du musst für etwas leben. Und du musst bereit sein, für etwas zu sterben. Dein Stiefvater ist ein Revolutionär. Deine Mutter hat mir gesagt, dass sie gerade einiges durchmacht. Manchmal müssen die Menschen neue Wege gehen, um zu sehen, wer sie sein können. Das ist die einmalige Gelegenheit, Revolutionäre und Gangs zusammenzubringen. Und du kannst sie vereinen. Was geht, New York? Ich glaube, Biggie Smalls ist in der Haus. Wir haben großen Einfluss, Mann. Nutz das, um was zu verändern. Die Menschen lieben deine Musik, Tupac. Du kreierst ein Bild für deine Fans. Das ist oft nicht schön, aber es ist echt. Ich zeig, was auf den Straßen los ist. Ich zeig drauf und bleib dabei real. Ich hab gehört, dass das FBI eine 4000 Seiten dicke Akte über dich hat. Nur 4000, hä? Es gibt drei Dinge, die schlecht an Gangster-Rap sind. Es ist obszön, es ist obszön, es ist obszön. Sie wollen Positives für Schwarze bewirken, indem sie negative Begriffe wie Thug und Outlaw benutzen. Du musst ihre Welt erstmal betreten, um sie daraus zu befreien. Viele wurden mit einem Schwanz geboren, sind aber keine Männer. Ich bin ein Mann. Death Row ist mehr als ein Label. Es ist eine Lebenseinstellung. Es ist ganz einfach. Entweder bist du für uns oder gegen uns. Der Mann, den ich kannte, wollte seine Stimme nutzen, um aufzuklären. Um Menschen zu vereinen. Jada, wenn er sich mit mir anlegt, dann muss er dafür bezahlen. Man muss für unsere Leute eine Bewegung starten, damit sie in Sicherheit sind. Wieso sind die Kameras nur auf mich gerichtet? Wieso? Weil ich Tupac bin? Sie werden dir alles geben, was du brauchst, um dich selbst zu zerstören. Wir dürfen diejenigen, die uns verletzt haben, nicht hassen. Denn sobald wir sie hassen, sind wir nicht besser als sie.